heiß. Oh, ich kann nicht mehr. Ich bin so am Schwitzen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe einfach keine Lust, irgendwas zu machen. Puh, für Fußballspielen ist es viel zu warm. Meine Sachen sind total nass geschwitzt. Oh, was könnte man jetzt denn machen? Oh, die Stadt ist ja mega voll. Das ist ja voll die Riesenschlange von hier. Hey, Moment mal, das ist doch die neue Eisdiele in Playmobil City. Boah, ich könnte jetzt ein Eis essen. Das wäre doch super. Ich frag mal Papa, vielleicht können wir ja zusammen da hingehen. Jule, Jule, komm mal mit zu Papa. Lass uns Eis essen gehen. Dein Hundefutter ist doch voll eklig, oder? Hier so in der Hitze. Eis wird das mega cool, oder? Hey Papa, Papa, ich habe voll die gute Idee. Willst du die mal hören? Ja, Jonas, was für eine Idee hast du denn? Also Papa, guck mal, ne? Das ist ja voll warm und da haben Jule und ich, da haben wir uns gedacht, wir können doch in Playmobil City fahren und Eis essen gehen, oder? Da hat auch eine neue Eisdiele aufgemacht. Du hast auch bestimmt Lust, oder? Ein Eis bei dem guten Wetter? Ja, da bin ich dabei, Jonas. Das ist echt eine gute Idee. Oh ja, dann gehen wir Eis essen, oder? Wir gehen Eis essen, wir gehen Eis essen. Papa, ich zieh mich schnell um. Hä, wo sind nun bloß meine Klamotten hin? Hm, da oben ist nix. Hier unten vielleicht? Nee, da sind nur meine Socken, eine Hose. Am liebsten will ich so gehen, einfach so in Boxershorts. Boah, das wäre eigentlich voll cool, einfach so zur Eisdiele zu gehen. Ist doch eh mega warm und hat bestimmt niemand was dagegen. Wobei, nee, das ist ja auch mega peinlich. Ich zieh mich lieber um. So, umgezogen, das sollte eigentlich passen. Dann nix wie los zu Papa. Papa, ich bin fertig mit Umziehen. Komm, lass uns direkt los. Ich hab mega Bock auf ein Erdbeereis. Okay, Jonas, ich komme sofort. Ich hole nur noch kurz die Schlüssel. So, Jonas, dann einmal einschnallen und auf geht's zu Eisdiele im Playmobil City. Yeah, Eis essen! So, Jonas, wir sind da. Oh yeah, die neue Eisdiele sieht ja richtig klasse aus. Oh super, Papa, wir haben mega schnell einen Parkplatz gekriegt. Komm, lass uns keine Zeit verlieren und direkt zur Eisdiele gehen. Oh Papa, guck mal da drüben, die zwei Kinder. Wie riesig die neuen Eistüten sind. Der eine hat Erdbeer und der andere hat Vanille. Boah, ich will beides haben. Jonas, beruhig dich erstmal. Wir gucken erstmal, was alles an Sorten da ist. Oh ne, Papa, guck mal, die Schlange ist mega lang. Da sind so viele Leute. Oh ja, Jonas, hast du recht, aber wir müssen warten. Aber guck mal, wie lang die Schlange ist. Und was für komische Leute da sind. Was heißt komisch, aber irgendwie ist da jeder da. Guck mal, Jonas, guck mal vorne, in der ersten, ganz am Anfang der Schlange. Da steht ein Clown. Der will auch wohl ein Eis essen wollen. Und selbst der Nikolaus ist da. Der hat auch Lust auch auf mal Eis. Und der vor uns, ja, der sieht ein bisschen grimmig aus. Ich denke mal, nach dem Eis wird er bestimmt wieder freundlicher aussehen. Guten Tag, was kann ich Ihnen bringen? Hallo, ich hätte gerne eine Kugel Popcorn-Eis, aber bitte nicht werfen. Und Zitrone, denn sauer macht lustig. Einmal Popcorn und einmal Zitrone. Kommt sofort. Oh, wie großzügig, so eine große Portion. Dankeschön. Tschüss. Der nächste bitte. Was kann ich Ihnen bringen? Ho, 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 meine Liebe. Ich hätte gerne eine extra große Portion Zimteis mit Bratapfel. Okay, kommt sofort. Hier, bitteschön, eine extra große Portion Zimteis mit Bratapfel. Oh, danke schön, meine Liebe. Du bekommst dieses Jahr bestimmt keine Kohle in deiner Socke. Ho, 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 ho. Papa, Papa, wir müssen gleich in die Schlange. Die Schlange wird immer leerer, wir sind gleich dran. Komm, wir müssen uns anstellen. Alles klar, Jonas, kein Problem. Hey, Papa, guck mal da. Der Typ da, der hat eine Pistole rausgenommen. Ich glaube, der will gleich die Eisdiele überfallen. Oh, ja, Jonas, das sehe ich auch. Hast du dein Handy mit? Ja, habe ich. Warum? Ruf mal die Polizei an. Dann kommt die Polizei bestimmt noch rechtzeitig. Okay, Papa. Hallo? Hallo, Polizei? Hier spricht Jonas. Ich bin gerade in der Eisdiele Playmobil City. Und es wird hier gerade die Eisdiele überfallen. So ein Typ mit einer schwarzen Jacke, mit so einem schwarzen Stiefeln, schwarze Haare, mit so einem Dreitagebart. Der steht hier mit einer Pistole. Bitte und kommen und beeilen Sie sich. Ja, da bin ich dran. Und das ganze Geld wird mir gehören. Aber ein Vanilleeis wäre auch nicht schlecht. So, Papa, ich habe die Polizei angerufen. Die kommen gleich. Was sollen wir nun bloß jetzt machen? Jonas, wir müssen jetzt keine Panik verlieren. Wir dürfen keine Panik haben. Aber ich habe da eine kleine Idee. Oh, Papa, bist du dir sicher? Das ist aber auch bestimmt mega gefährlich. Jonas, wenn du nach meinem Plan gehst, dann wird das schon funktionieren.
Verhalte dich einfach ruhig. Der nächste bitte. Und was kann ich Ihnen bringen? Ich hätte gern ein Vanilleeis. Und ich würde gerne das ganze Geld von Ihnen haben. Das ist hier ein Überfall. Schwester, rück mir die Kohle rüber. Oh nein! Oh mein Gott! Natürlich, natürlich, sofort! Hier, das ist alles Geld, was wir haben. Bitte tun Sie mir nichts. Das sieht ja wieder nach einer guten Beute aus. Danke, danke. Schwester, haben Sie nicht noch was vergessen? Hm? Wo ist mein Vanilleeis? Das wollte ich auch noch haben. Aufs Haus natürlich. Oh ja, was für ein leckeres Eis. Vanilleeis. So, ein Eis habe ich und das ganze Geld. Ein erfolgreicher Tag. Ab geht's nach Hause. Boah, das Eis sieht aber riesig aus. Boah, was ist das für eine Sorte? Junge, das ist mein Eis, das geht dich nichts an. Och, Menno. Wenn du ein Eis haben willst, dann geh da und kauf dir ein Eis. Aber meins kriegst du nicht. Och Mann, ich wollte doch nur fragen, was für eine Sorte das ist. Dann könnte ich mir das auch bestellen. Die sind einfach komisch drauf. Ach, und übrigens, ihre Schleife ist auf. Nicht, dass sie die noch gleich stolpern. Ich würde ihnen nachher zubinden. Ah, super, Jonas. Das ist ein guter Trick. Gleich kann ich ihnen eins auf den Schädel hauen. Oh, ehrlich? Das ist aber nett von dir. Warte mal. Kannst du ihr mein Eis halten? Na klar, kein Problem. Super, danke. Wo ist denn... Hey, Moment mal. Hey, Junge, willst du mich verarschen? Diese Schuhe haben keine Schnürsenkel. Das sind Stiefel. Bist du blöd? Geh doch vor, Brecher, nimm das! Ich sehe nichts mehr. Ich habe Vanilleeis im Gesicht. Hey, Hilfe! Oh, super, Jonas. Das ist genau mein Zeichen. Jetzt kann ich ihm einen auf den Deckel hauen. Hey, aua, mein Kopf! Aua, ich habe so Kopfschmerzen. Aua, mein Kopf. Boah, klasse, Papa, das hast du super gemacht. Nein, Jonas, du hast es super gemacht. Ey, da kommt doch ja schon die Polizei. Hierhin bitte. Hier ist der Verbrecher. Hallo, hier ist die Polizei. Wo ist der Verbrecher? Ah, hier. Ach, du grüne Neune. Hans Häftling. Ich suche dich schon nach einer gewissen Zeit. Endlich habe ich dich gefunden. Und dann noch überführt von einem Vater und von einem Kind. Komm, jetzt am Abzug mit dir ins Gefängnis, mein Kleiner. Hey Leute, das war's leider schon wieder mit dem Video. Oben rechts könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr auch auf die Glocke klicken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!